Hallo zusammen, ich begrüße euch alle wieder ganz herzlich zurück zur nächsten Aufnahmesession von Let's Play The Forest. Es ist schon eine Weile her, ich denke mal, man kann es hier auch an meinen Haaren sehen, die sind ein wenig ausgeblichen, werden aber morgen natürlich professionell wieder nachgetönt. Als wir zuletzt hier im Wäldlein unterwegs waren, da läuft ein Dachs. Waschbär ist das, kein Dachs. Entschuldigung. Ja, für mich ist es auch eine Weile her. Die letzte Folge habe ich vor etwa einem Monat aufgenommen. Und es wird kalt. Ich mache gerade mal eben schnell das Feuerchen hier an. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann sehen wir hier nichts. Das liegt daran, weil wir in der letzten Aufnahmesession in die Höhle gegangen sind, die uns ins Sinkhole geführt hat. Und wir dort aufgrund der hohen Mutantenanzahl, die wir dort besiegen mussten, jetzt nichts mehr im Inventar haben. Das bedeutet, wir werden diese Folge natürlich ein wenig unsere Materialien wieder auffüllen. Ich würde aber sagen, das machen wir lieber am Tag. Also beginnen wir die Folge mal mit einer Runde schlafen. Und früher morgen geht es dann los. Wir sollten vielleicht noch einen Happen pappen. Wir haben gar nichts zu essen. Gucken, vielleicht halten wir auch so noch ein bisschen durch. Ja, komm her, du komischer Dachs. Dich kann man doch bestimmt essen. Bleib stehen! Na! Ah. Zack! So, na, den Dachskopf brauchen wir nicht. So, Rabbit Fu. Ah, interessant. Wir können also, indem wir Dachse töten, Kaninchen oder Hasenfelle sammeln. Wisst ihr Bescheid. So, etwas auf den Grill werfen. Boah, der hat ein Leben. Jeden Tag gegrilltes Fleisch. Meine Güte. So lässt sich leben. Wir müssen allgemein viel wieder auffüllen. Auch unsere Rüstung sieht nicht besonders aus. Es könnte schlimmer sein, aber eben halt auch besser. Haben wir noch was zu trinken dabei? Also zumindest kein Wasser. Und ich will eigentlich nie auf unser Dosenrepertoire zurückgreifen, weil... was hast du denn jetzt? Weil wir nie wissen, wann wir wieder welche von diesen Dosen benötigen. Wenn wir mal irgendwo unterwegs sind und gerade keine Möglichkeit haben, in irgendeinem Tümpel zu trinken, dann, tja, wäre es schon ratsam, welche dabei zu haben. So, jetzt sind wir aus dem Schneegebiet raus. Das heißt, wir können erstmal unsere Schneeschlappen hier ausziehen. Und dann gucken wir mal. Wo befinden wir uns jetzt eigentlich gerade? Wir sind da ganz oben im Norden. Und oben im Norden. Wo Schneeflocken wehen. Da ist vor Jahren ein Märchen geschehen. So, wir müssen auf jeden Fall gen Süden. Damit wir wieder, ich sag mal, Richtung Strand kommen. Da fliegen nämlich öfter mal diese Buß rum. Wieder diese... Oh! Ich kann vom Teufel sprechen! Oh! Ich wollte gerade sagen, ich würde mir wünschen, dass hier ein paar Krokodile rumlaufen. Denn dann... toll. Vorbeikommen irgendwie. Weil die droppen ja relativ viele Lizard-Skins. Dann können wir unsere Rüstungsvorräte mal wieder ein wenig auffrischen. Da ist ein normaler Lizard. Kann man die hier kaputt machen? Nein. Okay. Ich
Ich meine, hier irgendwo war doch dieses eine Lager gewesen, wo wir mal so viele Krokodile gefunden haben. War das nicht hier irgendwo? Das ist eine Schildkröte. Normalerweise müsste man sich doch auch irgendwie mit Schildkrötenpanzern ausrüsten können. Wenn da irgendwo so ein bisschen dran rumbastelt und schraubt, dann wäre das doch eigentlich. Geben die eigentlich auch was zu trinken? Nein. Na egal. Dann wäre das doch eigentlich auch ein perfekter Schutz. Oh, da ist ja eins. Bäm. So, Nummer 1. Und dabei kriegen wir auch gleich einen ganzen Stapel Fleisch. Ist hier noch irgendwo eins? Da hinten. Brauchst du gar nicht so blöd schnappen. So. Can't carry any more Lizard Skins. Das können wir ändern. Eins bräuchten wir noch, dann hätten wir wieder das erste Problem schon mal aus der Welt geschafft. Das ist ein Vogel. Huch! Ich hab den doch getroffen! Also diese Engine manchmal, die bringt einen wirklich Kopfzerbrechen. Also ich sehe gerade aktuell kein Krokodil mehr. Dann gehen wir noch mal ein bisschen am diesem See hier entlang. Vielleicht finden wir dann noch mal das eine oder andere. Das ist ein Hase. Interessant ist ja auch, dass wir vergleichsweise wenig Mutanten bisher außerhalb der Höhlen getroffen haben. Dafür, dass es ja mal hieß, ab dem 10. Tag, wo kommst du denn her? Ab dem 10. Tag würden diese auch dann anfangen, draußen herumzulaufen. Muss ich sagen, hält sich das Ganze dann doch noch relativ in Grenzen. Und hier sind doch, meine ich, immer Fische gewesen, oder? Ja. Und wir haben keinen Speer. Toll. Kann man sich einen machen? Weak Spear. Zack. Na. Hallo? Okay, das war's schon. Mehr können wir sowieso nicht tragen. Nur 3 Stück. Dann haben wir unsere Essensvorräte mal wieder ein wenig aufgefrischt. Das geht ja relativ gut voran bisher. Es tut mir auch leid, wenn wir diese Folge nichts Außergewöhnliches machen, außer so ein bisschen in der Weltgeschichte herumstreifen und Krokodile jagen, Fische fangen oder was es da sonst noch gibt. Ein bisschen Alkohol sammeln, Menschen, die aus diversen Gründen kein Haus, ein Dach mehr über dem Kopf haben. Ich möchte jetzt nicht gleich ausfallende Worte benutzen. Hier muss es doch noch irgendwo Krokodile geben. Oh. So. Dann haben wir sie alle. Dann haben wir dieses Problem auch aus der Welt geschafft. So. Was können wir hiermit eigentlich machen? Pouch, Quiver, Rabbit for Boots. Wir können eigentlich relativ viel machen. Hier müssen wir nochmal ein paar Dachse jagen. Okay, ich wollte aber eigentlich gucken, was brauchen wir noch alles. So, wir brauchen auf jeden Fall, wie viele Pfeile haben wir noch? 13 Stück. Wir haben keine Federn mehr.
Also wir müssten mal ein paar Federn sammeln, würde ich vorschlagen. Wir brauchen auf jeden Fall Boost, damit wir uns wieder Molotows machen können, damit wir uns Bomben machen können. Ja, das sind so erstmal die wichtigsten Dinge. Und alles andere, das wird sich dann halt, denke ich mal, so ergeben. Es ist sehr ruhig, also bis auf das kleine Grüppchen, was wir vorhin gesehen haben, ist hier echt nichts los, sagte er und sah sich einem Ureinwohner gegenüber. Bist du alleine? Scheint so. Gott, bist du hässlich. Geh weg! Geh weg! Sind schon wieder zwei und darauf habe ich keine Lust. Na toll. Spinne. Ja klar, spring da runter. Das tut dem wahrscheinlich nicht mal weh. Also da unten sind auch noch zwei. Mal schauen, ob wir hier irgendwie wegkommen. Zum Cockpit vielleicht. Da unten liegen Koffer. Was ist das? Auch so. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich aufgenommen habe, aber ich scheine irgendwas aufgenommen zu haben. Ein Stein. Gibt's noch irgendwas? Da liegt noch. Can't carry any more flare guns, das habe ich mir schon fast gedacht. Hey, Kollegen, habt ihr nicht noch mal ein bisschen Boost hier? Bisschen Alkohol am Steuer? Im Cockpit? Oh, ein Regenbogen. Mein Gott, da hinten steht schon wieder einer. Ich hätte mal nichts sagen sollen. Irgendwie unsere Durstanzeige fühlt sich aber auch nicht wirklich weiter, habe ich so im Gefühl. Oder sinkt nicht weiter ab, muss es ja eigentlich heißen. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde, im Gegenteil, aber. Zack, ausgerüstet. Wo ist denn dieser Lizard hin, der jetzt hier gerade lief? Vorne, das ist ein Baum. Toll. Also wie so ein Hobbit. Ein Hobbit, der da läuft. Also ist sehr schnell. Der will wohl bei den nächsten Olympischen Spielen mitmachen. Und ist gerade am Trainieren. Ein bisschen Höhenmeter machen. Dann sollte er aber lieber weiter oben laufen. Aha. Diese blöden Tierchen immer. Ich habe den Dreh noch nicht raus, wie man diese Tiere fängt. Leider. So. Ach, guck mal an. Die haben ja mal versucht, ein Temporary Shelter zu bauen. Und damit diese komische Anzeige nicht mehr da ist, baue ich dieses jetzt einfach mal fertig. Schön ist das. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann mal. Das wird uns zumindest auf der Karte angezeigt. Wenn wir mal etwas. Wenn wir mal eine Bleibe für die Nacht brauchen. Ich will endlich wieder zum Strand zurück. Ich brauche Boost. Ich will Alkohol. Ich brauche Alkohol. Und Lizard. Huch! Ich meine, ich bin ja Frauen nicht abgeneigt, aber die sind jetzt nun wirklich nicht sehr anziehend. So, verfolgen die mich?
Glaube nicht. Ich höre aber ihre komische Lache immer noch. Gucken wir mal hier unten lang. Wo bin ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich der rote Punkt? Wahrscheinlich, ne? Okay. Gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung, wo dieses Häuslein da steht. Vielleicht finden wir dort noch irgendwas. Stöcker, Zweige, Bäume. Alles da. Aber kein Alkohol. Ist doch auch ein natürliches Produkt, oder nicht? Ach komm, Kollege. Willst du nicht mehr laufen? Mein Gott. So, hier ist wieder so ein Tümpel. Der auch überhaupt nicht braun gebrannt. Normalerweise müsste doch irgendwann richtig braun werden von der Sonne hier. Aber so oft wie wir in den Höhlen rumkraucheln, wahrscheinlich. Oh, hier sind wir braun. Eine Schlammpfütze. Ich weiß zwar nicht genau, was die macht. Okay, jetzt. Jetzt sind wir in die Richtung gelaufen. Na egal. Was soll's. Da laufen wir eben in diese Richtung. Wir irren sowieso einfach nur ziellos umher. Na gut, ganz ziellos ist es nicht. Wir suchen ja schließlich nach diversen Sachen, um unser Inventar aufzufüllen. Gucken, vielleicht kriegen wir ja hier etwas. Medizin. Kann ich Steine mitnehmen? Oh ja, doch, das ging. Batterien. Cloth. Und da haben wir Alkohol. Hervorragend. Und noch mehr Alkohol. Noch hervorragenderer. Huch! Da ist mir der Vogel doch glatt in meiner Axt gelaufen. Ich glaube zumindest, dass es ein Vogel war. So. Ist noch mehr Koffer? Koffer. Da. Den können wir nicht tragen. Oh, jetzt nehme ich schon diese blöden Steinchen hier auf. Huch. Warum habe ich denn jetzt auf einmal einen Stein ausgerüstet? Geld. Geld ist immer gut. Können wir uns mal eine nette Currywurst kaufen? Hier sind keine weiteren Koffer mehr. Wir könnten eigentlich nochmal Richtung des Schiffes laufen. Das ist hier ja... Oh, ich drücke immer Escape. Wenn ich zurück möchte. Das müsste etwa in diese Richtung sein. Da liegen ja auch immer relativ viele Koffer. Vielleicht sind die ja wieder geschlossen. Vielleicht sind ja mittlerweile... Hat da jemand wieder neue Sachen reingelegt und die alle zugemacht. Und hier ist eine Höhle. Das sind wir? Waren wir hier schon mal drin? Scheinbar nicht. Gut, merken wir uns die mal. Kommen wir vielleicht später nochmal wieder zurück. Wir suchen ja auch, by the way, immer noch nach den Rebrisa. Damit wir in die Höhle am Grund des Sinkholes kommen können. Und so viel kann ich verraten. Ich weiß, dass dort eine Höhle ist. Weil, als ich damals nach der Schneegebietshöhle geguckt habe, habe ich einen allgemeinen Plan von den gesamten Höhlen, die es hier in The Forest gibt, gesehen. Und unter anderem war auch eine, ich weiß nicht, wie sie betitelt war, irgendwie Special Höhle oder sowas hieß es, auf der Karte, die zufälligerweise genau beim Sinkhole geendet oder gestartet hat. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute einfach mal starten. Weil ich nicht wüsste, wie man sonst andersweitig da reinkommt. Na toll, die Koffer sind alle noch geöffnet. Ich
möchte mich auch dafür entschuldigen, wenn ich immer so sehr mutig von den Kämpfen davonlaufe. Nur, es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir uns jetzt in irgendwelche Gefechte hier reinschmeißen, unsere ganze Rüstung am Ende verlieren. Wofür? Dann haben wir Ureinwohner getötet, aber wirklich was bringt, tut uns das auch nicht. Okay. Ich überlege gerade, ob auf dem Schiff Alkohol gewesen ist. Jetzt bin ich schon wieder Escape. Schwimmen wir mal eben drüber. Probieren geht über Studieren. Lautet ja so eine alte Weisheit. Und die Sonne geht sowieso langsam unter, dann können wir bei der Gelegenheit auch direkt im Schiff übernachten. Zumal ja auch die Folge bereits ein wenig andauert. Ich dachte erst, das wäre ein Hai. Ich weiß nicht, ob es sie in diesem Spiel überhaupt noch gibt, die Haie. Nicht untergehen. Früher gab es sie ja einmal. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Interesse, so weit hier rauszuschwimmen, dass ich diesem Mysterium auf den Grund gehen kann. Hier steht noch eine Dose, Water Collector, die wir sowieso nicht tragen können. Und auch keine Snacks. Dann essen wir gerade mal eben zwei. Da, eine Flasche Boost. Hat sich voll gelohnt. Aber immerhin eine besser als keine. Nehmen wir noch die ganzen Clothes mit, die der Kollege hier sowieso nicht mehr braucht. Komisch, das Bild von Virginia liegt hier nicht mehr. Der hat davon eine ganze Fotokollage abgezogen. Findet er sie so wahnsinnig oder musste der sie fünfmal fotografieren, weil er sonst nicht geglaubt hat, dass er echt ist? Naja, wie auch immer. So. Wir werden jetzt hier bei der Gelegenheit gleich einmal speichern. Ich verabschiede mich schon mal in die nächste Folge. Wir werden dann, ja, mehr oder weniger dann in der nächsten Folge nochmal weitermachen müssen bei dem Auffüllen unseres Inventars. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir das nicht mehr allzu lange machen müssen. Und dann geht es auch irgendwann wieder in die nächste Höhle. Also, bis dahin, ich verabschiede mich und macht es gut.